Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan, ich bin wieder für euch in Dragonfly unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Pet Guide präsentieren. Heute geht es um ein Pet, das wir prinzipiell von dem Rare kriegen, aber wir haben hier noch einen kleinen Twist, wir müssen nämlich eine Voraussetzung erfüllen, dass wir das überhaupt looten können. Deswegen mache ich auch das Video, wenn es jetzt einfach nur vom Rare der Loot wäre, dann wäre es hier ein bisschen überflüssig, aber hier müssen wir nämlich ein bestimmtes Item einsetzen. Und was für ein Pet geht es? Wir haben einmal das Pet Brul und dieses Pet kann prinzipiell von dem Rare droppen. Der Rare ist einmal hier unten. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe auf dem anderen Account die Koordinaten am Start. Genau, das ist hier unten, Brul der Stärke, und zwar auf den Koordinaten 41, 86. Und dieses Pet können wir aber nur rauslooten, wenn wir einen bestimmten Buff vorher drauf haben. Und dieser Buff, den gibt es einmal über ein Buff-Food und dieses schimpft sich einmal Stein im Stein. Das könnt ihr essen, dann werdet ihr so ein Drogbar-Typ, den ich jetzt hier auch habe. Wichtig ist, ihr müsst den Kollegen töten. Und erst danach das Buff-Food reinhauen, bevor ihr die Kiste lootet. Wenn ihr das andersrum macht, sobald ihr nämlich in den Kampf kommt, ist einmal hier dieses Food wieder weg und dann kriegt ihr auch euer Pet nicht. Heißt, ihr tötet den Typen hier, dann geht ihr her, haut euch das Food rein und dann lootet ihr die Kiste. Die Kiste buggt relativ oft. Schaut erst einmal her, dass ihr über die Kiste drüber fahrt, schaut, ob ihr die looten könnt. Wenn ja, dann nimmt das Buff-Food und dann könnt ihr die Kiste looten. Und dann gibt es eine Chance, also es ist nicht zu 100%, dass hier Brul drin ist. Ich habe mir den die Tage schon mal geholt. Jetzt war ich gerade nochmal dran, dachte mir, komm, mache ich mal ein kleines Video noch, dass es der ein oder andere vielleicht von euch auch noch mitnehmen kann. Genau, das war es eigentlich soweit. Ihr könnt es natürlich dann auch im AH verkaufen. Ich denke mal, nicht jeder weiß, dass es hier diesen kleinen Trick gibt, um das Pet zu kriegen. Und vielleicht ist das ja dann bei euch auch noch ein bisschen was wert. Gut, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Video. Hofft, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.